Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Gamescom on Tour. Wir sind nach wie vor hier in Köln auf der Gamescom 2014, genauer gesagt bei Plantronics, und die haben eine riesige Range an neuen Headsets am Start, und der Oliver wird uns jetzt hoffentlich ein bisschen was darüber erzählen können. Was gibt es so Neues bei Plantronics? Also wir sind sehr happy darüber, dass wir dieses Jahr hier ein richtiges Füllhorn an neuen Produkten präsentieren können. Wir haben ja letztes Jahr die Rig-Serie hier vorgestellt mit der neuen Mixer-Technologie, wo ich nicht nur eben den Audiokanal PC, sondern eben auch andere Audiokanäle vom Smartphone mit hinzumixen kann. Jetzt erweitern wir ja die Range um viele neue Produkte, und ich will einfach mal ganz kurz anfangen, was wir haben. Und zwar das Top-Produkt ist das Rig Surround. Das ist vom Konzept her genauso geblieben. Wir haben jetzt dazu addiert, weil das letztendlich auch unsere Stärke ist als Headset-Hersteller, der sich nur auf Headsets konzentriert, die 7.1 Surround Sound. Der ist jetzt hier mit dabei. Das wird ein Produkt sein, was 99 € kostet, ab Mitte Oktober ungefähr verfügbar ist. Ähnliches Produkt, aber schon spezialisiert auf die PS4 oder auf die Sony-Welt, auch für die Vita kompatibel, ist das Rig PS4. Ja, das wird auch 99 € kosten und wird es in Schwarz und Weiß geben. Das hier gibt es nur in Schwarz. Das ist dann, wie gesagt, auch für die Vita kompatibel, was ein bisschen auch für uns jetzt ein wichtiges Feld ist, dass wir Richtung Mobile Gaming gehen. Und dafür haben wir dann das dritte Rig-Produkt, nämlich das Rig Flex, was denn für Smartphones, auch für die Vita, also alles, was einen Klinkenstecker hat, kompatibel ist. Hat zwei Mikrofone, eins, was einen Boom hat und eins, was einen kleinen im Kabel befindliches Mikrofon hat. Kostet 69 € auch Mitte Oktober. Und dann ein Produkt, was relativ neu ist in dem Gaming-Bereich, auch dem Trend Smartphone-Gaming Rechnung trägt, und zwar, das ist ein Stereo-Bluetooth-Headset, wird 79 € kosten, heißt Backbeat Game. Und muss einfach nur ein Produkt haben, also Vita oder ein anderes Smartphone, was das Stereoprofil unterstützt, und dann kann man einfach auch unterwegs das nutzen. Ja, das sind die Produkte, die wir hier vorstellen, und wir freuen uns auf eine tolle Messe. Ja. Und was du mir auch vorher erzählt hast, für all diejenigen, die auf der Messe sind, werden ja auch einiges sein, die haben die Möglichkeit beim PlayStation-Stand, bei Destiny genauer gesagt, die kommen, können das Headset hier schon mal ausprobieren, können damit mal Probe hören, ob es ihnen gefällt. Also es zahlt sich aus, auf die Gamescom zu kommen und euch das anzuschauen. Und wie gesagt, bei uns auf der Seite wird es dann auch demnächst den ein oder anderen Testbericht auch noch geben zu den Produkten mit einer Fernwertung. Ja, bis dahin, Leute. Tschüss. Danke.